wen spielt, beziehungsweise die Preference Agents. Und hier sehen wir es nochmal. Auf Seiten von Wave haben wir Bleach, Marco, Rebounder, Nico und Muri. Währenddessen auf der Somalia-Seite die Piraten Miles, Krovex, Kevin, Flowey und That Ace. Ja, mit ihren Lieblings-Agents quasi, also sie werden diese nicht zwangsläufig spielen, aber das sind die Lieblings-Agents, die ihr dort in den Bildern seht. Und ich höre auch bereits, dass das Spiel bereit ist zu starten. Oder ist dem so? Das ist korrekt, sehr schön. Ja, dann startet das Spiel, glaube ich, und dann warten wir noch mal eine kurze Sekunde und dann geht es auch direkt in-game und in das letzte Bio 3 von heute. Wir haben auch schon recht spät. Vielen Dank für alle, die bis jetzt noch da geblieben sind. Wir haben, wie viel Uhr ist es? Ich sehe es hier so in ganz klein. 23.36 Uhr ist es hier. Wir haben ein bisschen Stream-Delay, das heißt, wahrscheinlich ist es jetzt 23.38 Uhr oder so. Ja. Schön, sehr schön. Welche Map spielen wir denn überhaupt? Bind! Vielen Dank. Das hatten wir eben. Bind Wave gegen Somalia. Jetzt bin ich noch gespannt, wer auf welcher Seite ist. Wir müssen aber trotzdem noch gucken. Ja, Somalia ist Defender also. Und Wave ist dementsprechend Attacker. Wave check, alle am Start. Geht ab. So, was haben wir hier? Ja, schön zwei Ticks anmachen schon mal. Für den Aufdeckpfeil. So, let's see what's happening here. Klassische B-Kontrolle. Orb einnehmen. Kennt man ja. Doch Muri einfach mit soliden Aim Kevin weggeholt. Krovex holt Marco. Also 1-1 Trade. Haben den Spike auch gesehen. Aber das mag noch nichts heißen. Noch können alle zurückrotieren. Doch da kommt der Flank einfach durch Window durchgesprungen. Und ja, da hatte Krovex erstmal groß gucken. Doch mit Dead Ace hat Rebounder jetzt nicht gerechnet, dass da noch ein zweiter Spieler ist, der noch da rumlurkt. Sie dachten, da wäre bereits clear. Und jetzt haben wir eine 2-3 Situation. Favorisiert auf Seiten Somalia, die jetzt sich überlegen, A oder B, A oder B. Noch sind alle drei Leute A. Ja, B meine ich. Aber es ist auch eine Cam da von Cypher, der immer mal kurz reinguckt, was da abgeht. Ja, da kommt die Cam zum Einsatz. Käfig ausgelöst. So, Käfig an. Man hat's gesehen, beide Spieler wurden gesichtet. Jetzt nochmal den TP-Play machen. Na, einfach straight planten, wissen, hier ist clear, hier ist niemand. Ich habe den Spike platziert. Meine Augen sind einfach mal hier halten. Vielleicht kommt da wer. Dead Ace holt den einen, Dead Ace holt den zweiten und Somalia geht damit erfolgreich aus der Pistolrunde hinaus. So, und jetzt sehen wir wahrscheinlich eine Eco. Beziehungsweise. Ich vermute mal, Miles wird auf seiner Ghost bleiben, um eine Operator nächste Runde shoppen zu können. Und hier sehen wir auch die Full Eco. Muri mit der Classic. Also schwierig, da was zu machen. Sieht auch so aus, als würden sie mit Hass einmal kurz Short runterrennen. Ob sie damit Erfolg gekrönt sind? Na, theoretisch kämpfen sie gegen jemanden, der nur eine Ghost hat. Also kann das schon durchaus erfolgreich werden. Hat schon ein Ding gesetzt. Der 1-HP-Cypher. Oh, Miles hier einfach nur mit der Ghost. Flo ist jetzt auch am Start zum Helfen. Und er macht das einfach. Den 3K mit der Ghost. Und das ging schneller als gedacht. Jetzt kann er einfach mit der Operator spielen. Und das war's.
So, hier wird wieder vorbereitet, vor Belangen den Orb einzunehmen. Klassisches Defender-Play. So, hier wird jetzt vorgegangen, schön Window-Kontrolle, wie in der Pistol-Runde. Da ist halt jetzt nur gerade keiner. So, Orb wurde eingenommen. Ich glaube von der Sage. Bleach mit dem Entry auf Miles. Bleach mit dem Second Frag auf Flowey. Das ist natürlich bitter. Die beiden A-Spieler wollten aggressiv Bathroom spielen und gehen beide down. Und dementsprechend ist da niemand mehr. Und das ist jetzt interessant. Denn zwei Back Reaper gleichzeitig wissen, dass es jetzt auf B geht über Window. Aber wissen sie auch, dass die anderen Spieler bereits zu zweit ready sind von hinten? Ja, sie werden nicht schnell genug da sein, um Impact zu haben. Vielleicht ein Überraschungsfrag. Da ist er. Jetzt wissen sie aber Bescheid. Windows abgesmoked. Und da macht Kevin nicht mehr viel. Und boom. Muri hat den richtigen Riecher. Und fängt Kevin ab. 2 zu 1. So, money-technisch soll es aber noch okay aussehen bei Wave. In der Theorie. In der Praxis ist das immer so eine Sache. Aber ja. Schöner Default wird gestartet von Wave. Einmal kurz reinhorchen, Abilities rausbaiten. Genau hier. Und Rebounder lässt das nicht zu, dass da immer der Orb geholt wird und holt Dead Ace. Pushen jetzt weiter vor, vielleicht kriegen sie noch Sage. Macht sie nicht so aus. Ja, ist jetzt natürlich schwierig. Was angespielt wird. Da wird mal kurz reingelunzt auf dem A-Spot. So, Korvex geht vor. Ungünstig erwischt. Überlebt das allerdings noch. Jetzt einmal schnell zur Sage rennen, die jetzt aber auf dem Weg zum A-Spot ist. Rebounder holt den Frag auf Korvex. Das war's also, auch wenn er nur 5 HP hatte. War Miles auch low. Und Decke, Gebiet auf. Sieht so aus, als wäre der Ausgleich so gut wie geschossen. Rebounder holt Miles, er hat auch nur noch 12 HP. Das war eine fiese Granate. Schockpfeil. Oh, schön Schockpfeil rein. Hittet leider nicht. Bisschen zu weit vorne. Und Rebounder holt Kevin. Ja, da macht er nicht mehr viel. Aber Waffe saven ist auch so eine Sache. Nächste Runde werdet ihr kein Geld haben. Nur der Cypher kann seine Waffe behalten. Aber vielleicht lässt sich ein Play daraus machen. Zwei zu zwei. Fliegen ein paar Pings rein. Da wird wahrscheinlich ein bisschen erklärt. Komm Jungs, lass das so machen. Also Johann geht dahin. Alfred, du machst Smoke dahin und ich mach dann ja, eine Granate dorthin und dann haben wir gewonnen, ja? Ja, wird sich entschieden, doch A zu gehen. Wieder drei Leute, die vor B lang den Orb holen. Und ja, jetzt auch langsam anfangen auszuschließen. Sova geht vor. Wissen, da geht gar nichts ab. Das ist natürlich das Zeichen, hey, maybe it is A.
geht in Deckung! Ulti geht leider daneben. Alle erstmal Death. Wahrscheinlich für den Retake, weil jetzt wird viele Abilities rausgeholt. Lori steht da ready. Lässt sich nicht beirren durch die Nate. Wird allerdings dadurch auch geholt. Aus dem Weg. Und jetzt ist es nur noch Marco, der allerdings den Eindrucksgruppe nach dem nächsten macht. Trotzdem down geht. Und damit geht die Runde an Somalia. Da bin ich jetzt leicht verwirrt. Hatten die Jungs Waffen? Ich glaube, Wave hatte Waffen, trotz des Saves. Oder ich meine Somalia. Ja, gerade so. Sie hatten geforst letzte Runde. Scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein, denn sie haben die Runde geholt. Also wieder Kopf an Kopf hier. So, Gebiet wird aufgedeckt mit dem Sova Arrow. Wird natürlich direkt weggeschossen. Aber Rebounder jetzt auch. Aggressive auf B lang, guckt, ob da jemand reinlunzt. Aber wir kennen das ja von Somalia, der Krovex, der steht im L. Das ist seine Posi, zielt Schlitz, guckt einfach, ob da jemand rausguckt. Und dann kommt die Reaktion erst. Aber sie gehen nicht durch. Sorry, sie sammeln sich vor A. Beziehungsweise wollen Bathrooms einnehmen. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Marco jetzt mit dem Revive. Damit wissen sie aber auch, dass der Revive auf A stattgefunden hat. Haben dementsprechend wieder drei Leute da. Käfig ausgelöst. So, Tech ist da. Commitment ist da. Spike ist auf dem Weg zum Plan. Wall ist da. Rebounder Shot geht daneben. Repositionieren. Kevin kommt jetzt auch mit dem Revive. Chloe macht einen Hit. Die Ulti sitzt gut. Spike sitzt dennoch. Ein wenig zu spät, wie es aussieht. Und jetzt ist es eine 2-on-2-Situation. Wave mit zwei Frags wird geholt. Aber wissen die, dass Muri noch da ist? Sie wissen es und Kevin holt Muri. Und schießen sich damit ins 4-2. Ja, schön alle hier mit dem Skin-Paket der goldenen Axt. On the way. Oh, aber Miles endet das ab. Kriegt auch Muri, dasht wieder raus. Es sieht immer wieder schön aus. Einmal kurz gucken, ist da wer? Keiner da. Und Nico direkt hier, Miles weggehauen. Operator-Shot von Miles leider versagt. Und Kevin hier mit den Frags. Und jetzt ist es nur noch Marco. Mit dem Spike on Side. Seine Mates kommen schon, er pusht ihn jetzt. Und Dead Ace, der einzige Guardian-Spieler in unserem Tournament, holt das Ding. Mit einem wunderschönen clean Headshot. So, Doppel-Operator sehen wir auf Seiten von Team
Somalia. Operator jetzt auch auf Rebounder. Allerdings kein Vollbuy, soweit ich das jetzt sehe. Mit Cash. Ja doch, eine Bulldog als Alternative. Gucken wir, wie das aussieht. 5-2 für Somalia. Das ist so ähnlich, wie es auf Ascent war. Oder auf Ascent, meine ich. Boom. Miles holt Rebounder. Miles holt Bleach. Blockiere die Sicht. Damit ist der Operator-Player down. Und der gute Bleach, der eine sehr gute Leistung die ganze Zeit geliefert hatte. Kein Entkommen. So, Krovax holt ihn. Krovax ist eh eine B-Maschine, da machst du nichts. Also die Line-Upen einfach, 3K. Auf Just. Steht zwar diesmal nicht im L, aber so, der holt auf... Krovax holdet einfach richtig nice B. Hier. Hier. So, und jetzt haben wir eine Eco. Das ist natürlich schwierig, denn eine Eco gegen eine Doppel-Operator-Runde. Oder, warte, das ist keine Eco. Oder doch? Not sure though. Haben die Jungs alle ihre Operators weggeschmissen gerade? Damit sie die eine Eco nicht verlieren? Das wäre ein interesting Play. Ich würde gerne das Scoreboard sehen, falls möglich. Ne, die Operators haben sie noch. Käfig ausgelöst. Das sah weird aus, da wurden nämlich die ganze Zeit Phantoms angezeigt durch die Wand. Was ja falsch ist. So, Flori versucht sich seinen Tape zu pushen. So, Wave pusht, Bleach pusht genau, einfach durch und holt Flori. Und mit was für einem Shot auch. Aber Miles hier. Miles enttäuscht mich mit der Operator. Aber Close Combat Operator und Aladdin. Gib ihm. Und den nächsten holt er einfach. Noch einen. Komm, noch einen. Ja, Mann. Miles. Mit den Operator Shots. Und da wird er zwar geholt, doch Miles hat auf jeden Fall mit diesen Shots die Runde gewonnen. Und wir haben 7-2 bei Somalia. I don't meant to jinx it, aber die nächste Runde gehört Wave. War auch knapp. Na, Wave, sehr gute Entries mit der Sheriff. Oh, wieder VB aufgebaut. Decke Gebiet auf. So, Orb wurde nicht geholt. Gute Entscheidung, sonst wäre der Wallbang des Todes gekommen. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Also sie wissen, dass davor sich was spielt. Mindestens zwei wurden gesehen. Und Bleach holt Dead Ace. Miles holt Marco. Und Kevin hier, solide. Das war eine Buy-Round, eine komplette. Und die wird komplett weggewifft. Bei einem B-Lang-Rush ohne Utility. Sind das die falschen Picks vielleicht? Muri muss hochsteppen. Wir haben so gute Performances von Muri gesehen. Allerdings noch nicht in diesem Game. Doch hier scheint genug Geld da zu sein. Ich glaube, sie überlegen noch, ob Muri eine Operator kauft für Rebounder. Aber 8-2 sieht doch recht einseitig aus für Somalia, die wirklich gut performen jetzt.
Kein Entkommen! Geht in Deckung! Kaboom! Das war ein Collateral! Miles! So krass mit der Operator! Schießt auf einen, killt zwei! Und was für ein Shot auch! Ich hab den Line-Up nicht mal gesehen! Oh, Krovex holt den Planter. Plant geht trotzdem durch. Ist nun niemand da, um das zu verteidigen. Das heißt, die Runde geht wieder an Somalia. 9-2. Somalia hat ihr Momentum. So, letzte Runde vor dem Wechsel, da steht es auch nochmal. Wer weiß, vielleicht ist die Attacker-Seite einfach nicht Waves-Gebiet. Wir haben Somalia schon gesehen mit ihren dauernd Fake-Goes, vielleicht wissen sie das auch jetzt. Vielleicht ändert sich das alles. Das sehen wir oft genug, dass eine Seite total one-sided spielt. So, wir gucken mal ans Scoreboard. Wir sehen die Waffen. Dort wurde eine Odin gekauft. Vorsichtig. Warum auch immer. Und rebounder einfach mit einem lässigen Headshot an that Ace. Aber mal gucken. Fangen sie an zu trollen? Was willst du mit der Odin, Junge? Wo willst du wallbangen? Gut, damit wäre die Stage-Time von Rebounders Odin auch vorbei. Und der Bego kommt. Schöner Fake an der Stelle. Einfach mitten auf dem Zeitlauf mit der Odin ganz viel rumballern und sagen, hey, hier sind wir. Dabei sind alle anderen auf B. 3-5. Hängen alle ins CT, Dead Ace holt ein Frag, Wave Nico holt Krovex aus seinem L heraus. Oh, Mui! Let's go! Und plötzlich ist nur noch einer für Somalia da. Und sie holen die Runde. Es sah sehr schwer aus, aber sie haben es einmal gemacht. Und Zeit gerannt und alle umgebrettert. So schnell kann das gehen. Schöner Retake von Wave. Und damit ist Seitenwechsel. Wave jetzt auf der Defender-Seite und Somalia auf der Attacker-Seite. Naja, klassischer B-Aufbau, wie wir es kennen. Ah, Default. Oder sie sind sie nicht schlüssig. So. Ihr wisst, was zu tun ist. So, da kommt der schnelle Push der Attacker auf beiden Seiten. Doch das hat vielleicht der Gute. Nein! Er hat's nicht. Schade. So, B lang wird gepusht. Zeit wurde eingenommen. Doch jetzt hinter dir ist ein Gegner. Dead Ace holt aber noch einen. Marco holt Dead Ace leider ein wenig zu spät, sonst hätte er noch sein Teammate retten können. 2-on-3 Situation und jetzt kommt der Full Flank von allen Seiten. Das ist natürlich gefährlich. Und der Plant ist auch noch nicht mal da. Rebounder jetzt mit dem nächsten Flank, aber Miles. Miles nicht zu unterschätzen. Deadly Precision. Na, muss jetzt irgendwie an den Spike rankommen. Mit 20 HP. Ich,
Ah, Muri hat ihn schön positioniert, schön gegenseitig rausgebaitet. Schön Hardcore-T-Bag erstmal. Und das ist genau das, was ich meine. Es ist oft so, dass eine Seite extrem einseitig aussieht. Und besonders auf Bind. Und im Seitenwechsel das andere Team plötzlich komplett comebackt. So, hier wird wieder aggressiv vorgepusht. Ja, gut, man ist auch auf einer Eco, man hat sich nur eine Ghost gekauft. Also hier wird einfach no fucks given, let's go. Mit Hass, 4 Leute durch Window. Ein Frag wird geholt, die weiteren 4 sterben und der 5. stirbt auch. Schnelle Runde. Diese Vision muss doch ein Bug sein. Es werden so viele Phantoms gekauft. Ja, beziehungsweise alle spielen auch, glaube ich, Phantoms. Nee, er spielt eine. Flowey spielt eine Vandal. Und eine Spectre. Wieso wird bei jedem Spieler eine Phantom angezeigt in dieser Vision? That's very weird. Okay, A wird gepusht. Somali hat keinen Bock mehr. Die bringen jetzt ihre Strat wahrscheinlich. Einmal kurz A anspielen und dann wieder B gehen. Pass auf, ich hab's gecallt. Es wird passieren. A wird angespielt. Rebounder holt Dead Ace. Rebounder holt Kevin. Bereit fürs Höllenfeuer? Krovex holt Rebounder. Und damit haben wir 3 und 3. Nur leider kein Heal mehr auf Seiten von Somalia. Gucken jetzt mal, Nico guckt, ob er da irgendwen finden kann. Flowey findet Marco. Krovex findet Nico. Und jetzt nur noch Bleach da, der jetzt langsam aus CT herauskommt. Und wir sehen es jetzt auch schon auf der Minimap. Es wird Richtung B bewegt. Aber ist es der richtige Call? Denn Bleach kann wohl möglich Offguard die Leute kriegen. Ich weiß jetzt auch schon hier, denn seine Jungs sind da. Bleach mit dem Wallbang. Und das ist kritisch. Denn das Reinforcement ist noch nicht da. Frage ist jetzt natürlich, hört er, ja, er hat ihn gehört, er weiß, da kommt jemand und das könnte Bleach seine Runde werden. Bleach macht das. Cypher gegen Cypher, nur noch 6 Sekunden. Free Shot, Bleach mit dem richtigen Read. Das war too much. Sie hätten nicht rotieren sollen oder hätten sie machen können. Bleach war, da hat die einfach automatisch an der Stelle. War ready, wusste auch Default Plant, einfach kurz Wallbang auf Default und holt den Low Player, was wiederum dafür gesorgt hat, dass er die Runde gewinnt. 1 gegen 3 Klatsch. Sehr gut. Bleach enttäuscht nicht. Wir kriegen das hin. So, kurzer Peak. Kaboom! So, Frenzy schießt. Krovex holt Rebounder stattdessen. Nico holt Krovex. Sein Hin und Her. Nur Wave ist vorne. Beziehungsweise jetzt nicht mehr. Eliminiert. Denn jetzt ist Somalia wieder ahead. Spike liegt. Weapon ist da. Vielleicht ist auch gleich wieder ein Heal up. Sage kann vielleicht gleich sein Mate nehmen. Ah, leider nicht. Aber Revive auf Miles kommt. Aber es war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Und oh, der Hit. Gerade so noch. Weiß, dass da jetzt jemand gedroppt kommt. Kennt die Position. Uff.
Ich weiß genau, wo ihr seid. Und das ist natürlich bitter. Hat aber keine Zeit mehr. Machst du nix. Schön auf Time gespielt, der Flowey. Hätte Cypher vielleicht seine Ultimate noch sparen können. Und damit 10 zu 6 für Somalia. Das ist ein guter Platz. Ja, wieder drei Leute auf W. Das sieht so aus, als würde wieder versucht werden, der Ort zu holen. Allerdings sind vier Leute vor B lang und das kann gefährlich werden. Ja, guckt einmal, ist da wer? Ja, wer jetzt oben wäre, ist natürlich sick. Und die sneaken vor. Das könnte unerwartet enden. Miles mit dem Frag of Bleach. So, aber Miles und Kevin, sie holen alles, was da B lang gepusht ist. Und jetzt hängt es nur noch an Rebounder und Muri. Ah, Rebounder jetzt versucht hier schön in den Flank zu ziehen. Hat keiner bemerkt, dass er die Waffe aufgesammelt hat. Doch, dort! Aber total off-guard erwischt. Jetzt ist es trotzdem nur noch Rebounder, denn Muri ist währenddessen down gegangen. Und sie wissen, dass er Window ist. Da kam der Wallbang. Und Miles am Trigger. Ganz, ganz präzise. Da geht kein Schuss vorbei. 22-11 auf der Operator von Miles. 11 zu 6. Spike fallen gelassen. Spike fallen gelassen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Sie machen denselben Play wieder, aber diesmal erfolgreich. Pushen vor mit einer One-Way von dem Brimstone und bekommen den Frag. Das lässt natürlich Somalia ein wenig nach hinten fallen. Hier wird ein bisschen gejumpspottet. Interessanter Jumpspot. Er bounced immer an der Decke, damit er schneller wieder unten ist und sieht so, ob Bathrooms wer piekt. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Smarter Move. Gleichzeitig guckt Bleach, ob Shortware kommt. Aber gut, um Intel zu sammeln. Sieht natürlich dämlich aus, ist aber effektiv. Und da ist er. Gerade dann piekt er, wenn er nicht mehr springt. Das war klar. Ulti auf Backside. Aber Muri hier. Mit dem 3K und es hängt jetzt nur noch an Miles. Aber wir haben gesehen, was Miles für eine Maschine ist. Oh, den Ultpoint. Vielleicht safe er jetzt einfach. Ist schließlich eine teure Waffe. Und Bleach holt Miles. Und wahrscheinlich auch die Operator, ja. Damit hat Rebounder seine Operator zurück. Und Somalia hat ein kleines Money-Problem, wie es aussieht. Oder ist das so? Ah, wollen sie jetzt wirklich in den Force gehen? Dann spielt einer halt eine Trash-Waffe. Ob das die richtige Entscheidung war? Aber, ja, weiß ich nicht. Eine Eco wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Dann hätte man zwei Runden hintereinander spielen können. Also sie wollen den Sack jetzt dicht machen. Gucken, ob jetzt wieder der Push kommt. Sind wieder zu viert vor B lang. Doch diesmal lassen sich die Wave-Leute nicht beirren. Versuchen nicht immer dieselbe Strat zu machen. Drohne fliegt vor, guckt einmal, was da los ist. Ist nichts los. Absolut gar nichts. Im L spotten sie dann letztendlich hier. Die Sage. Kein Entkommen!
So, die Ult, wo immer die hingeht. Einmal durchs L durch. Leider erfolgslos. Und die Frage, ist das ein Fake? Weil interessanterweise ist nur... Deswegen glauben sie wahrscheinlich auch, dass es noch A ist. Was total falsch ist. Denn nur der Sova hat Abilities benutzt und es wirkte sehr nach einem Fake. Dabei wäre es gar kein Fake gewesen, wenn sie jetzt nicht alle weggegangen wären. Es hätte gut enden können. Aber gut, als Caster, der alle Leute sieht, wo sie stehen, ist es natürlich leicht zu sagen. So, noch 12 Sekunden und die Ulti kommt und damit wird die Runde denied. Da macht ihr nichts mehr. Da kommt kein Plant mehr. Da kommt der Double Kill. Und Miles noch auf ganz angry, ganz viele Frags gemacht. Und jetzt sieht es schwierig aus für euch Jungs, denn ihr habt kein Geld mehr. Der Ace konnte noch die Fente mitnehmen. Aber es ist genau das, was ich meinte. Wave war so weit im Nachteil. Kaum werden die Seiten geswitcht, sieht es komplett anders aus. Also die liegen noch einiges weit hinter, aber sie haben das Momentum auf ihrer Seite. Aus dem Weg! Schockpfeil. Decke Gebiet auf. Schockpfeil. So, schön mal Schockpfeil ins L, weil da sind viele Leute. Und er scheint erfolgreich damit zu sein. Einmal durchgesprayt, Bleach gefunden. Und Somalia mit der Ulti einfach von Miles die Eco gewonnen. So schnell kann das gehen. Und Dead Ace ist natürlich auch sehr solide mit der Phantom. Danke. Da hat das funktioniert mit dem einfach mal mit Hass. Sieht auch so aus, Wave will wieder das B-Lang-Play machen. Nur diesmal warten da ein paar Leute vor B-Lang. Ich finde sie. Direkt hier. Da liegt die One-Way. Und ist das überhaupt nur One-Way? Ich glaube, letztes Mal wurde einfach Luck durchgeschossen. Lucifer guckt einmal kurz rein. Ist da wer? Sieht nicht so aus. Drohne fliegt zu B. Findet nichts. Hab sie gefunden. Nice! Einfach durchgebankt. Das ist natürlich stark bei Side. Macht man viel Damage durch. Aber dass das so schnell und so gut connected, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Genau, wo ihr seid. Aber Nico hier, solide von... Ah, er riecht den Boost hinter der Smoke und holt ihn. Miles, nicht nur starker Aimer, sondern auch noch 3 Millionen EQ. Bereit fürs Höllenfeuer! Das war knapp. Double Kill mit der Ulti. Das ist ja bitter. Ich hasse diese Race-Ulti. Wirklich. Ich finde die so, so frustrierend, wenn man davon getroffen wird. Und es fühlt sich so unfair an. Aber Wave sei es gegönnt. 12 zu 9. So, und damit haben wir wieder die Eco auf Seiten von Somalia. Wobei Miles aus irgendeinem Grund eine Phantom hat. Ja, wahrscheinlich versuchen sie, um ihr Geld herumzuspielen und doch noch einen halben Ball hinzubekommen.
So, dass die nächste Runde noch kaufen können. Und auf Miles ist es auf jeden Fall nicht verschwendet. Das ist natürlich interessant. Direkt die drei Smokes von Brimstone auf A gedroppt, aber der Push kommt jetzt erst. Also sie halten ja auch lange. Beziehungsweise bis jetzt. Muri mit einem Frag. Muri mit zwei Frags. Rebounder mit dem Frag. Muri mit dem dritten Frag. Da macht ihr nichts. Da hättet ihr lieber saven sollen. Zwölf zu zehn. So, geht's wieder los hier mit dem Play. Three people on B. So kriegen sie den also immer. Schön die Drohne vorpacken. Also die Aufdeck, das Aufdeck-Dart-Ding. Ihr werdet meine Verbindung nicht töten. Und dann einfach durchholen. So, da kommt die Ulti. Gerade so nicht getroffen. Da nochmal mit Glück herausgekommen. Da fliegt die Drohne hinein. Ah, Sage hat auch auf Wave noch ihre Ultimate ab. Smokes liegen. Go kommt. Bereit fürs Höllenfeuer! Ulti fliegt. Im L. Auf der Muri mit so einer starken Position mit dem 3K und mit dem 4K. 12 zu 11. Sehen wir vielleicht doch noch eine Overtime? Muri, absolut on fire, dieser Mann. Auch ordentlich das Scoreboard geclimbt, wie man sieht. War erst recht unauffällig und zeigt jetzt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Dann, wenn das Team ihn braucht, ist er da. Wir sehen es hier nochmal. Wirklich schön. Bam, bam, kaboom. Und hier, die Spray Transition war so schön, aber Spray Transition funktioniert leider nicht so gut wie in CS. Ist doch recht viel RNG mit dabei. Das wäre ja nämlich ultra sick gewesen, hätte das jetzt noch gehittet. So, und jetzt muss sich Somalia was ausdenken. Einfach Zivilschiffe überfallen scheint nicht mehr zu funktionieren. Denn die Strandwache ist immer zur Stelle. So, da fallen wieder die Smokes. 1, 2, 3. Kleiner Engel. Uff, das war gefährlich von Miles. Er bleibt aber dabei. Den hätte er haben müssen. Ja, trotzdem Somalia hier mit Man Disadvantage Rebounder. Jetzt doch mit dem Frag auf Miles. Da hat er doch ein drittes Mal zu viel reingepiekt. Kevin geht jetzt auch down. Und es sieht schwierig aus. Spike liegt zwar bereits. Doch Wave immer noch in Numbers ahead. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. So, damit haben sie nicht gerechnet mit der Position. Er holt eine, holt zwei. Holt fast drei. Revive ist da und jetzt ist es nur noch Flowey. Und Flowey wird von Muri geholt. Ich sag euch doch, das ist das Comeback. Es ist genau so. Es ist immer so auf Bind. Beziehungsweise mittlerweile auch auf Ascent. Wenn eine Seite nicht gut läuft, dann kommt der Map-Switch. Also nicht der Map-Switch, sondern der Seiten-Switch. Und das Comeback ist real. Chat sagt Murat einfach Gott. Ja, der Muri, der liefert auf jeden Fall ab hier.
Der lässt seine Habibis nicht im Stich. Ja, das sollte passen. Und jetzt haben wir Match Point. Freunde, Match Point. Ja, wieder selbe Position. Rebounder springt allerdings diesmal nicht lustig rum, wie wir es sonst immer gesehen hatten von ihm. Spannend. So, A soll angespielt werden. Wir sehen die Somalia-Strat nicht, die sie gegen Team Sonics gemacht hatten. Eins anspielen, wieder zurückgehen auf eine andere Seite. Das hat ja gut funktioniert. Mittlerweile committen sie einfach. Vielleicht ist es die Uhrzeit. Käfig ausgelöst. Käfig ausgelöst. Jetzt geht's aufs Ganze. Der A-Go. Spike liegt noch nicht. Jetzt. Rebounder killt allerdings den Planter. Der war wichtig, denn seine Teammates sind low und die brauchen Heal, den sie jetzt nicht haben. Und es sieht schlecht aus für Somalia. Zwei Teammates low, alle Full HP bei Wave zu viert, ziehen den Flank auf von allen Seiten. Zeit wird allerdings knapp, das heißt, jetzt muss Wave hier ziehen, sonst wird es noch too late. Bleach geht down. Muri holt ein. Sie versuchen es jetzt nochmal. Es wird Zeit, ich glaube, sie müssen einen Tick holen, mindestens. Und damit gewinnen sie. Damit gewinnen sie. In der Overtime. 13 zu 12. Was für ein Comeback. Lagen wie weit hinten? 10 zu 2. Holen Punkt für Punkt wieder zurück. Wave. Unglaublich. Wir sehen es hier nochmal. Miles mit einer unglaublichen Performance. Beziehungsweise Miles der Grund überhaupt, weswegen Somalia hier noch in-game war. Richtig gute Jet. Und ja, die zweite Map wird vorbereitet. Ich bin wieder da. Mein Name ist der Joshua. Ich bin schon ein bisschen durch, denn es ist sehr, sehr spät. Meine Stimme geht auch langsam kaputt. Aber das ist okay, denn wir haben ja noch ein, zwei Partien. Vielen Dank. Wir sehen hier nochmal meine Namen. Die Spieler bereiten sich jetzt vor auf die nächste Map, beziehungsweise die nächste Map wird sein Ascent. Dort haben wir schon gesehen, dass Somalia sehr, sehr solide spielen kann, beziehungsweise sie haben sehr stark gespielt gegen Team Sonics und dort auch einen Punkt geholt. Dementsprechend bin ich gespannt, wie sie jetzt gegen Wave spielen, denn Wave, soweit ich weiß, hat gegen Valorando ordentlich auf den Sack bekommen, auf Ascent. Deswegen finde ich es schade, dass zum Beispiel kein Split gespielt wird. Alle haten Split. Ich mag Split wirklich gerne. Ja. Ja, wie ist es denn? Wie ist denn der Status von der zweiten Partie? Sind die Spieler bereit? Brauchen sie noch Zeit? Sind noch nicht alle geswappt. Achso, wir müssen noch die Seiten wechseln. Das heißt, ich muss mal kurz überlegen, wie war das gerade? Wir hatten Wave als Defender und Somalia als Attacker. Und das ist andersrum. Wave als Attacker. Das heißt, die swappen jetzt. Das heißt, Wave als Defender-Team. Ha! E-Beams.